Wenn man auf Schweizerdeutsch vom Google-Sprachassistenten wissen will, ob es am Donnerstag auch schneit, schneit's am Freitag ein. Dann ist das oft ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Laut Wikipedia, Schnitzen ist eine Technik vorrangig der Holzbearbeitung. Und bei der Frage, ob es morgen Föhn gibt, Gott, ich morgen Föhn, sagt Alexa von Amazon zwar ziemlich viel, aber die eigentliche Frage hat auch sie nicht verstanden. Jetzt hast du mich geweckt. Sprachassistenten können verdammt praktisch sein und werden international immer beliebter. Auch jeder zweite Schweizer hat schon mindestens einmal einen genutzt. Obwohl die Assistenten sich mit Schweizerdeutsch ja offensichtlich ziemlich schwer tun. An der Uni Luzern forscht Reto Hofstetter zur Nutzung von Sprachassistenten in der Schweiz. Die ausgeprägteren Dialekte werden schlechter verstanden. Das sind zu nennen zum Beispiel das Walliserdeutsch, Ostschweizer Dialekt, Bündner Dialekte. Ein Problem, das auch er kennt. David Imseng hat vor 5 Jahren ein Start-up gegründet. Sie programmieren hier Software zur Spracherkennung für Schweizerdeutsch. Alexa, verstehst du Schweizerdeutsch? Ich lerne gerade, diese Frage in Zukunft beantworten zu können. Das Schweizerdeutsche existiert ja nicht als geschriebene Sprache. Und wir sind auch sehr variabel auf sehr engem Raum. Jedes Seitental hat ein wenig eine andere Aussprache. Das macht das Ganze sehr komplex. Und aufwendig. Sie haben hier zum Beispiel eine Spracherkennungssoftware für eine Fernbedienung programmiert, in zig Dialekten. Gang auf SRF 1. Gang auf SRF 1. Und eine Software, die Wortprotokolle von Parlamentsdebatten erstellt. Wie bringt man einer Software eine Sprache bei? Einerseits haben wir Aufnahmen, die laufend korrigiert werden, so lernt das System stetig hinzu. Dann können wir auch auf Ressourcen zurückgreifen, wie zum Beispiel Bücher, die in mehreren Dialekten verfügbar sind. Das zeigt, es geht. Werden also irgendwann auch Apple, Google und Co. Schweizerdeutsch verstehen? Bisher jedenfalls lohnt sich das für die wirtschaftlich offenbar nicht. Und? Ich denke, je mehr Schweizer solche Systeme nutzen werden, desto mehr Daten fallen schlussendlich an bei den Anbietern, die dann genutzt werden können mit Machine Learning, um sich halt besser auf die Nutzer einstellen zu können. Übrigens besteht für viele Sprachassistenten auch an anderer Stelle noch Nachholbedarf. Mit deutschen Dialekten tun sie sich ebenfalls oft noch schwer.